Das heißt, die Beklagten werden unter Androhung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000 Euro ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten Ordnungshaft betreffen, die Beklagte zu 1 zu vollziehen, am Beklagten zu 2, also mir, verurteilt, es zu unterlassen, Filmaufzeichnungen von Fußballspielen, deren Veranstalter der Kläger ist, öffentlich zugänglich zu machen, wie geschehen im Internetportal unter www.hartplatzhelden.de. Entstanden ist die Idee in der Umkleidekabine. Wir saßen bei der Kiste Bier, also auch wir in Hessen trinken Bier nach dem Spiel zusammen und haben ein bisschen darüber resoniert, wie schade es doch ist, dass der Freistoß, der uns den Sieg gebracht hat, eben nicht für die Ewigkeit festgehalten wurde. Und da macht es Klick und die Idee war geboren. Tolle Sache, alle fanden das gut. Die Videos wurden hochgeladen, wir hatten gute Medienpartner, Kicker, Süddeutsche.de und so weiter. Prominente Jury, Günter Jauch, Miroslav Klose, Oliver Bierhoff beispielsweise. Und plötzlich lande ich vor Gericht. Ja. Ja, im April 2008 haben wir uns dann getroffen im Gerichtssaal des Landgerichts Stuttgart. Und es kam, wie es hätte nicht kommen dürfen. Wir haben tatsächlich verloren mit der Begründung, die Verbände haben recht, der Fußball gehört ihnen. Wir sind in Berufung gegangen vor das Oberlandesgericht Stuttgart, das ein Jahr später mit der gleichen Begründung dem Verband wieder recht gegeben hat. Und dann dachte ich mir, ich lasse mir vom DFB nicht nichts verbieten vom DFB und gehe hohes Risiko und versuch's, denn einmal im Leben muss man was riskieren. Und wir gingen vor den Bundesgerichtshof, das ist die höchste Gerichtsinstanz in Deutschland für Zivilrecht. Und vor 3 Tagen hat der Bundesgerichtshof uns Recht gegeben und damit sind wir die Sieger und die Kosten trägt der Kläger. Aber das Urteil hat nicht nur für uns einen befreienden Charakter. Ich denke mal, man kann es, wenn man es in der Mediengeschichte betrachtet, mit dem Bosman-Urteil vergleichen, so ein bisschen zumindest. Auch da hat jemand für sich gekämpft, aber für andere viel erreicht. Und das ist jetzt hier auch so. Wir haben ein Stück Freiheit im Internet erkämpft, aber auch Freiheit für die Vereine und die Spieler. Jeder kann jetzt sein Video da hochladen, wo er will, ob das jetzt bei Hartplatzhelden ist oder sonst wo, bei Elbkick beispielsweise. Das ist jetzt alles egal, muss kein Verband vorher mehr gefragt werden. In den Stunden vor dem Urteil hatte ich leicht feuchte Hände. Aber was soll ich sagen, als die letzte Karte umgedeckt wurde, hieß es, Sieger sind die Hartplatzhelden. Ach. Man kann schon von einem Kantersieg sprechen.